Birgit und Guido waren einmal schwer verliebt. Dann haben sie geheiratet, eine Familie gegründet, gestritten und sich wieder getrennt. Heute sind sie glücklich geschieden. Wie man das schafft, erzählen die beiden in ihrem Kabarettprogramm Glücklich geschieden. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind, um mich zu sehen. Moment, das habe ich nicht gehört, ja? Ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind, um mich zu sehen und um meine Texte zu hören. Ich bin überzeugt, Sie würden jetzt am liebsten ganz viel von mir und über mich erfahren. Das würde ich am liebsten auch so machen. Aber so unhöflich kann ich nicht sein. Ich muss zuerst einmal meine Partnerin vorstellen. Aber ganz genau genommen ist sie jetzt eigentlich eher die Ex-Partnerin. Andere Ex-Paare schenken einander nichts, Tatarotti und Braunrad schenken einander gehörig ein. Die eine oder andere Wahrheit. Die beiden waren 11 Jahre lang verheiratet und haben einen Sohn und eine Tochter. Das Programm hat also einen echten Hintergrund. Gestern wurden wir sogar bestaunt oder wie soll man sagen, neugierig befragt, warum wir gemeinsam rausgehen, weil die Leute nicht geglaubt haben, dass wir es schaffen, mit einem Auto anzureisen, ja, wir reisen ohne zu Auto streiten. Und es ist aber so, ja. Warum habt ihr euch dann scheiden lassen? Das ist eine gute Frage, oder? Das werden wir immer wieder gefragt. Weil wir nicht zusammenpasst haben. Genau. Und miteinander ein Auto zu teilen ist das eine, aber ein Leben zu teilen, da gehört ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Kabarett spielen miteinander geht, aber sonst geht es nicht so gut. Ich erzähle Geschichten nicht so, wie sie wirklich waren, sondern wie sie gewesen sein könnten, wenn das Leben mehr Humor und Fantasie hätte. Und irgendwann fange ich dann an, meine Geschichten selber zu glauben. Die Birgit dagegen, die weiß alles aus der Vergangenheit ganz genau, wie das Wetter an einem bestimmten Tag war, welche Farbe das Nachtgastel im Hotel gehabt hat und wie die Kellnerin im Lokal geheißen hat. Geh bitte, das ist doch ein Blödsinn. Was du die ganze Zeit daherredest? Ich meine, ich könnte jetzt hier allen erzählen, wie es wirklich war. Was ratet ihr wem, der sich scheiden lassen möchte, jetzt zur Corona-Zeit? Ist ja das auch wieder irgendwie aktuell? Wir raten dazu, das Ende einer Ehe nicht als Scheitern anzusehen. Ja. Ich sage immer, wenn ein Tag zu Ende ist und wenn ein Film zu Ende ist oder ein Urlaub zu Ende ist oder wenn eine Knackwurst aufgegessen ist, dann sind all diese Dinge zu Ende und die Knackwurst ist aufgegessen, aber deshalb nicht gescheitert. Also nur weil etwas ein Ende hat, muss es nicht gescheitert sein. Man kann auch sagen, das war gut. Bei uns waren es, wir waren 12 Jahre zusammen, 11 davon waren sehr gut, würde ich sagen. Und dann geht man friedlich andere Wege. Oder kommt was Neues. Oder? Also betrachten Sie Geschiedensein nicht als Scheitern, betrachten Sie es als Neuanfang. Wenn Sie nämlich glücklich verheiratet sind, frage ich mich ja, was machen Sie da? Gehen Sie nach Hause, gehen Sie miteinander ins Bett? Wer weiß, wie lange das Glück dauert. Wenn Sie aber unglücklich verheiratet sind, dann sind Sie bei glücklich geschieden womöglich ganz richtig. An diesem Abend im Theaterforum zeigte sich, wer als Ehepaar ein Ablaufdatum hatte und als Elterngespann streitet, kann immer noch als Kabarettduo den gemeinsamen Humor entdecken. Wer soll sich Ihr Programm anschauen? Alle. Alle, das sagen jeder. Wir auch. Ja, wir sind absolut auch jeder. Für Verheiratete. Und wir sind für alle da, wir sind für die unglücklich Verheirateten, wir sind für die glücklich Verheirateten, wir sind für die glücklich Getrennten, für die unglücklich Getrennten, alle, die Bock haben. Überhaupt, wir sind für alle da, die gern lachen. Ja, wir sind für alle da, denen es zu Hause die Decke im Kopf fällt und die gern was lachen wollen, oder? Und die auch über sich selbst lachen können. Ich glaube, das führen wir ein bisschen vor, wie das geht. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind einfach nicht Zielgruppe für diesen Abend, weil so glücklich verheiratet, dann sagen wir erstens, gratuliere. Und zweitens, naja.